schreiben sie denn alle die Leute schon wieder hier? Nuklear, naja. Bauer hat nuklear geschafft. Chemix hat nuklear geschafft. Cusa hat nuklear geschafft. Alle haben sie geschrieben. Okay. Nuklear ja. Mal 3. Naja. Also wegen unserer guten Vorarbeit wahrscheinlich. Ey, Leute, nicht immer Standoff. Die müssen doch wissen, dass wir Standoff nicht unbedingt Freund von Standoff sind. Wir sind Freund des Standoffs. Standoff. Ja, ich habe Black Jacket endlich freigespielt. Ja, wir wollen so ein Wetten abschließen. In welcher Hinsicht Wetten abschließen? Naja, wenn einer irgendwas nicht schafft oder so. So wie das mit den 800 Microsoft Points. Keine Ahnung. Irgendwas in diese Richtung. Na, du weißt, ich bin Geringverdiener. Ich verdiene nicht so viel bei mir in der Arbeit. Ich kann mir keine 800 Microsoft dauernd leisten. Keine Points. Das stimmt. Chris muss sparen. Oh. Den Führerschein. Ja. Der fange ich übrigens nächsten. Wissen ja auch viele Leute nicht, dass du keinen Führerschein hast, ne? Nee, das ist eigentlich schon blamabel mit 24. Ich habe aber mal damit angefangen, habe das aber nie so wirklich fertig beendet. Theorieprüfung bestanden, bin auch gefahren, aber irgendwie, ich habe da meinen Arbeitsplatz gewechselt, konnte nicht mehr in die Fahrschule gehen und dadurch ist das alles dann verloren gegangen. Ja, ja. Leider. Ja, aber du hast ja jetzt momentan einen Job, muss man sagen, wo man es auch nicht unbedingt braucht, ne? Einen Führerschein. Nee, nicht wirklich. Ja. Ich komme auch mit dem Öffentlichen sehr gut in die Arbeit. Ja, ja. Aber ich mach's halt eigentlich aus dem Grund, dass ich mich beruflich vielleicht erweitern kann irgendwann mal. Was habt ihr eigentlich so vor? Macht ihr meisten Abonnenten von uns werden wahrscheinlich momentan Schule machen. Und ich weiß nicht, bei mir war es damals, wir können ja mal ein bisschen erzählen, ich weiß nicht, wie es bei dir auf der Schule war, du warst auf einer Gesamtschule, Realschule oder ja, wo warst du? Gesamtschule, meine mittlere Reife habe ich dann in der VHS gemacht. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, ich war früher ein bisschen anders als jetzt. Da war ich auch. Ich habe gedacht, rappen und saufen und kiffen, dass das irgendwie... Okay, ich habe nicht viel gekifft, aber ich war halt so ein chilliger Kerl. Man, mir ging irgendwie alles am Arsch vorbei. Und ich habe gedacht, das wird schon alles. Aber dem war es leider nicht. Ja. Ja, was man muss halt in der heutigen Jugend... Da muss man einfach mal auch eine Perspektive sagen, dass es momentan echt schwierig ist, da was zu reißen in der Welt da draußen. Boah, was ist denn gerade hier mit dem Host los? Abschuss bestätigt. Keine Ahnung. Drohne erwartet Befehle. Ja. Oh, da oben ist einer. Muss man aufpassen. Welche ist eigentlich deine absolute Lieblingsmap von hier Black Ops 2? Lieblingsmap? Ja, ich finde Slums eigentlich gar nicht mal schlecht. Slums finde ich nicht schlecht. Express mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich finde, die ist halt auch so extrem. Mist. Ich muss jetzt mal wirklich ganz stark überlegen. Hijack finde ich eigentlich auch in Ordnung. Abschuss bestätigt. Ach, du blöder Pisser, Mann. Dropshot 18. Meine Fresse, ey. Was ist deine Lieblingsmap hier so? Gute Frage. Ich finde Hijack ist relativ geil. Also die taugt mir auch extrem. Aber es gibt eigentlich wirklich... Ich finde halt die Map-Größen haben sie ganz gut hingekriegt hier. Und ich finde die neuen eigentlich gar nicht so schlecht. Die taugen mir eigentlich auch. Wobei halt viele sagen, ja, Black Ops 2 ist also ich habe sogar einmal einen Kommentar gelesen, wo einer drunter geschrieben hat, dass er MW3 besser findet wie Black Ops 2. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Okay, ja, also ich kann das schon gut nachvollziehen, was mir jetzt aufgefallen ist, dass in der letzten Zeit sehr viele Leute Zielsucher benutzen und viele Leute snipern, wobei ich gegen die Sniper auch überhaupt nichts habe. Ich finde das nicht schlimm. Das ist für mich echt. Ich habe da vollen Respekt für die Leute, die quickscopen können. Und ich wollte gerade die Marke holen und springe nach vorne zu. Ah, fuck. Da steht einer.
Mann, Basti, ey. Abschuss bestätigt. Ach, Fosco. Zum Kotzen, ey. Nee, was habt denn ihr für was haben die denn für lieben Abonnenten da draußen oder lieben Zuschauer, sagen wir es mal so. Abonnenten finde ich mal irgendwie so ein bisschen abwertend. Was habt denn ihr hier für. Was sind denn eure Favorite Maps in Black Ops 2? Würde mich mal ganz stark interessieren, ob ich mir. Vielleicht sagt ihr ja, Chris, Slums, wie kommst du auf Slums? Ist ja voll die Kack-Map. Na komm. Vorsicht, da ist einer, der killt mich sonst. Mit dem redest du? Ah, nein, keine Ahnung. Oh, ich spiele mit dem Scuff-Controller, das war jetzt eben so ein richtig geiler Fail. Ich wollte eigentlich messern, aber hab mich geduckt. Ja, du bist jetzt auch, wie lange spielst du jetzt schon mit deinem Controller? Eine Woche? Eine Woche, ja. Es ist am Anfang eine Umgewöhnung. Ich finde, ich habe am linken Mittelfinger, glaube ich, kriege ich langsam eine Blase, weil ich den Controller auch ein bisschen bescheuert halte, wegen den zwei Tasten hinten. Ja, Feindaufgabe. Cool. Toll. Es kommen neue nach. Und, ja, sagen wir es mal so, wenn man sich, es ist schon wirklich geil mit dem Jumpshotten, wenn man dann während des Springens zielen kann. Ich benutze das Dropshotten eigentlich relativ selten und dementsprechend ist er auch eigentlich relativ nice gemacht. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Also man, ich denke mal, es wird schwierig, weil man gewöhnt sich dann an die Tasten und sollte der dann doch wirklich mal kaputt gehen, dann hat man da absolut die Arschkarte irgendwie gezogen. Boah, die laggen mal die Gegner. Aber was ich halt sagen muss, ich finde, die Idee des Scuff-Controllers natürlich mit diesen Zusatztasten inklusive Springen, Messern und so weiter und diesen Trigger-Stops hinten, also dass man besser schießen kann, finde ich eine super Idee. Aber ich bin halt auch ganz ehrlich, der Meinung, ich finde den Preis, den man dafür verlangt, ist schon sehr, sehr viel. Vor allem von Jugendlichen, die jetzt, sag ich mal, ich weiß nicht, was ihr da draußen an Taschengeld kriegt. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommis schreiben, was ihr an Taschengeld bekommt momentan. Ja, das wird schon schwierig sein, oder? Sich so ein Ding zu leisten. Finde ich preislich, ja klar, für Schüler echt überhoben. Ich finde allgemein, dass die Gaming-Branche oder allgemein, die ziehen einfach die Jugendlichen oder die Kids einfach total aus mit den ganzen Scheiß Ingame-Käufen. Die Headsets werden immer teurer. Es wird einfach alles immer teurer, so ein Gaming-Equipment, was dann vielleicht auch als Statussymbol zählt. Beste Beispiel ist der neue Apple iPod Touch. Ey, das Ding ist, glaube ich, 400 Euro mit 64 GB für einen scheiß MP3-Player. Und ich denke eigentlich, dass das sowas kann es nicht sein. Und der Apple iPod Touch ist einfach ein MP3-Player für die jüngere Generation, weil es ist ja bewiesen, dass sich Leute dieses Gerät kaufen, meistens wegen den Spielen halt, ne? Und dementsprechend finde ich das echt traurig, dass dann die großen Firmen so an das Taschengeld der Jugendlichen rangehen oder an der Kids, und andere Kommentatoren machen es ja auch. Sprich, kauf das und so. Das ist, finde ich, ein bisschen traurig. Orbitalsatellit ist online. Krass, wie wenig Leute bei uns hier nachjoinen. Das Problem haben wir ganz oft in unserer Serie. Ja, ja. Ey, den habe ich doch schon gehabt, das will ich jetzt nochmal sehen. Ach so, ist so klar, Mann. Ach, fick dich doch, ey. Jedes Mal, wenn ich auf einer verfickten Street bin. Du regst dich heute ganz schön auf, ey. Ich bin echt gechillt. Ich nehme das wirklich zu Herzen. Und es funktioniert auch. Ich brauche noch einen Kill, habe ich meinen scheiß AGR. Ich habe jetzt gerade mal die ultra hohen Streaks eingepackt und ich hatte sie auch alle erreicht. Plus habe ich wieder mal so einen netten Kollegen gehabt, der schon vorher gesprayt hat. Dann geaimt, aber. Achso, jetzt habe ich meinen AGR bekommen und die Runde ist vorbei. So schaut's aus, ja. Mann. Nee, ja, das würde mich jetzt mal interessieren, bevor wir jetzt hier irgendwelche Wetten abschließen. Ich möchte mal wissen, was sich die Leute. Was sollen wir eigentlich wetten? Jetzt mal ganz im Ernst. Also, mich würde das jetzt wirklich mal interessieren und, ich weiß nicht, ob du da eine Facebook-Umfrage machen möchtest, denn ich kann mir das jetzt nicht bildlich vorstellen, über was wir jetzt hier wetten sollen.